So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Arnaud, hallo! Assassin's Creed Unity und zwar zu der 13. Folge. Und ja, wir sehen hier zum ersten Mal den Shop und kaufen so provisorisch ein bisschen was. Denn wir haben nicht sehr viel. Was kann man mit dem Geldbeutel machen? Es ist mir gerade aufgefallen, das weiß ich gar nicht. Dietrich Phantomklinge. Ist das viel zu teuer? Berserkerklinge ist auch viel zu teuer. Oh, kaufen wir trotzdem. Ja, das ist irgendwie das Problem, dass die Klingen ziemlich, ziemlich teuer sind. Und das ist ziemlich, ziemlich schade. Oh. Ja, Fähigkeiten, Ausrüstung. Boost. Also in der Ausrüstung, was ja auch ziemlich neu ist, gibt es ja hier diese neuen Möglichkeiten. Und ich finde eigentlich, es gibt sehr, sehr schöne Mäntel, nur die muss man dann kaufen und die sind zu teuer noch. Zu teuer. Die anderen kann ich noch nicht kaufen, deshalb habe ich ein Problem. Ich finde zum Beispiel den super oder den. Nein, nicht den, den daneben. Oder den jetzt links davon. Aber die gibt es halt alle nicht. Und deshalb muss ich mit dem vornehmen nehmen. Dem vorlieb nehmen. So, dann ist das Coole, dass die Kapuzen sozusagen anpassbar sind. Und auch sozusagen unterschiedlich aussehen. Und ja, ich glaube, ich hole mir die schöne Bommelmütze, sozusagen. Na? Hausgemachter Umhang, die haben alle auch unterschiedliche Werte. Und in diesem Fall gehe ich auf Schleichen. Ja, weil das inzwischen oder im Moment ziemlich billig ist und mir halt einen hohen Bonus bringt. So, die kann schon alle nicht mehr kaufen, also aufhören. Wieso will ich jetzt noch Waffen kaufen? Ah, genau, ich kann das Ding verbessern für Erfahrung. Und dann gibt es so Boni, zum Beispiel. Hallo? Genau. Und zum Beispiel 25% mehr Schaden. Und dieser Schaden wirkt sich wirklich heftig auf das Spielerlebnis aus. Also, da kann man richtig was raushauen, wenn man immer diese Sachen verbessert. Das mache ich natürlich auch mit meiner amerikanischen Pistole. Gewehr habe ich nicht. Wieso habe ich eigentlich kein Gewehr? Das ist eigentlich eine gute Frage. Wieso habe ich kein Gewehr? Jetzt finde ich es sehr witzig, wie diese Bommelmütze immer hinten rum rollt. Sozusagen. Und wir beginnen mit Sequenz 5. Ihr seht schlecht aus. Seit Monaten lüge ich im Streit. Mit der Bruderschaft, der Nationalversammlung und dem König. Zusammengenommen haben sie den politischen Scharfsinn eines besonders dummen Dorfvorstehers. Ich glaube, das sollte man Äußeres entschuldigen, junger Mann. Es war nicht so gemeint, Mentor. Ich bin nur besorgt. Vergiss mich, Arno. Weine um Frankreich. Doch genug der Politik. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Was ist mit Sire de Lassins Mördern? Der König der Bettler ist tot. Dies hier trug er bei sich. Repose en paix. Behaltet sie. Sie wird keinem von uns helfen, wenn sie in einer alten Gruft verrottet. Tragt sie voller Stolz. Danke. Aber ich habe meine Pistole, die ist viel besser.
Der König der Bettler und Siver waren nur Bauern in einem Schachspiel. Jemand hetzte sie auf Monsieur de la Serre. Templer mögen es kompliziert, oder? Weißt du etwas Konkretes über den mysteriösen Schachspieler? Die einzige Spur, die ich habe, ist das Instrument, durch das de la Serre starb. Eine Nadel, hergestellt von einem Silberschmied namens Germain. Aber wie viel er weiß, kann ich nicht sagen. Und dann ist der nächste Schritt klar. Finde den Silberschmied und ergründe, welche Rolle er spielt. Wieso soll ich eine Einschusspistole nehmen, wenn ich doch eine Vierschusspistole habe? Das klingt irgendwie unrealistisch. Und wieso laufe ich jetzt in diese Richtung? Ich möchte nichts lesen. Ich möchte... Ja, das ist online, da geht nichts gerade. Es ist auch irgendwie schade, dass man hier nicht drüber springen kann. Welche Freude, mein Freund. So, und schon sind wir draußen. Wie schnell das auch immer geht, ne? Ja. Diese komische Mission machen wir wie immer nicht. Ignorieren wir gekonnt. Und wir müssen jetzt den Silberschmied finden. Oder? Ja. Diese Rätsel finde ich sehr, sehr komisch, diese Nostradamus-Rätsel. Ich weiß nicht, was die damit bezwecken wollen. Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, wie die funktionieren. Ich werde es nach der 3-Stunden-Aufnahme bestimmt wissen, weil ich mich dann darum gekümmert habe. Aber erstmal wollen wir... Was wollen wir machen? Wir wollen die Schnellreise benutzen. Nein, wir wollen die Schnellreise benutzen. Benutzt die Schnellreise. Ja, perfekt. So, wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht, denn ich bin von da oben von einem dieser Häuser gekommen und habe mich entschlossen, hier so eine kleine Nebenmission anzunehmen. Bin dabei gestorben und jetzt machen wir die Mission nochmal, während wir die Frau diesmal richtig beschützen. Und diese Frau hat einen, der hier an der Guillotine gehängt wurde. Und sie will halt jetzt nach Hause als Adlige, genau. Und wir müssen sie halt beschützen, damit sie nach Hause kommt. Und durch das neue Kampfsystem, wie gesagt, bin ich nicht mehr der Beste, wie es darum geht. Komm, geh doch einfach drauf. Hey, jetzt habe ich... Bin ich schon wieder gestorben. Jetzt bin ich das zweite Mal gestorben. Okay. Dann machen wir das wohl beim dritten Mal richtig. Das habe ich wohl vergessen. So, wir sind jetzt wieder da. Und das Haus, was ihr da hinten in der Ecke seht, da sind wir runtergesprungen. Also ihr habt fast nichts verpasst. Und da hängt unser Geliebter am... Oder der Geliebte der Frau am Laternenpfahl. Der wird gehängt und ist noch nicht mal mit der Guillotine hingerichtet worden. Wie schade. So, und diesmal kriegen wir es hoffentlich hin. Denn sonst bin ich ziemlich doof. Oh, ich liebe diese Attentate, die man einfach... Ey! Die man einfach so ausführen kann. Okay. Ey. Nicht die Madame töten. Das ist sehr, 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 sehr doof. Das ziemt sich nicht.
euch ins Getümmel stürzt. Die Frau macht die toten Soldaten fertig, das finde ich gut. Also ich finde es nur schade, dass die ziemlich langsam läuft, ja? Oh, und da gibt es noch ein paar Verbrecher. Ich finde, diese Verbrecher kann man gerne töten, weil die irgendwann auch irgendeine Belohnung geben. Und diese Belohnung hätte ich gerne. Ich weiß nicht, was diese Belohnung bringt. Ich habe es irgendwann mal gelesen. Ich glaube, es gibt irgendwelche Truhen oder sowas. Auf jeden Fall lohnt es sich, die Verbrecher und die Diebe sozusagen zu töten und zu rammen. Soweit ich weiß. Und ich weiß, naja, nicht sehr viel über das Spiel. Auf jeden Fall zum Zeitpunkt, wenn diese Folge hier erscheint. Da vorne ist noch ein Dieb. Ach nee, den laufe ich jetzt nicht hinterher. Egal, zum Zeitpunkt, wo diese Folge rauskommt, ist der Patch 1.0.3 draußen. Und der wird auf der PlayStation halt sehr stark die Performance-Einbrüche verhindern. Was macht die jetzt? Was war los? Hat der die irgendwie beleidigt oder? Was ist los? Scheinbar ist die Frau ziemlich aggressiv. So sieht's aus. Ah, guck mal, die tragen die Leiche weg. Oh mein Gott, wie geil. Die tragen tote Leichen durch die Gegend. Warte mal, das ist nicht die gleiche Leiche. Das ist wirklich nicht die gleiche Leiche. Auf jeden Fall finde ich es witzig, dass die Leute Leichen durch die Gegend tragen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wieso? Hallo. Was machst du denn? Wir sind doch schon längst alle wieder Freunde. Oder etwa nicht? Ja, dann lauf weiter. Ich möchte nicht gerne stehen bleiben. Außerdem läufst du mir viel zu langsam. Jetzt haben wir schon, ich meine, 8 Minuten der Folge damit verbrabbelt, dir hinterher zu laufen. Wird Zeit, dass du nach Hause kommst. Und da solltest du dann bleiben. Sage ich einfach mal. Da läuft jetzt wieder mal jemand auf dem sehr sinnvoll durch die Gegend. In ganz Paris ist die Revolution am Dampfen und hier feiern so ein paar Leute einfach mal zu so einer Musik. Ey, was machst du jetzt schon wieder? Aua! Hallo! Okay, den habe ich. Den habe ich auch. Super. Dann komm, lauf weiter. Das Problem ist jetzt allerdings, Madame hat nur noch die Hälfte des Lebens. Irgendwie nicht so besonders ist. Genial. Lauf doch einfach geradeaus. Verbündete wird angegriffen. Hä? Wieso wird die angegriffen? Es passiert doch überhaupt nichts.
Und jetzt läuft die wieder zurück. Oh mein Gott. Okay. Hätte die Frau nicht einfach diese Defermient, hätte die nicht einfach weitergehen können? Das wäre doch viel einfacher gewesen. Dann wäre die hier hingegangen und wäre verschwunden und niemand hätte es gesehen. Ah. Da ist das Ziel. Super. Gott Dank, mein Herr. Wenigstens habe ich ein Andenken an ihn. Möge er in Frieden ruhen. Haben die den jetzt schon da eingebuddelt? Ja, ich glaube, das ist schnell genug. Da ist ordentlich Zeit zwischen. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Zu der schönen, unproduktiven Folge. Aber egal, wir haben die Bommelmütze. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!